Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir befinden uns gerade im Poseidon Energy, wo wir einige Raider plätten müssen für eine Siedlung. Und ja, ziemlich interessant. Ne? Wer ist da? Ziemlich ruhig hier. Wir sind jetzt direkt Nicht hier zumindest, dass gleich etwas Furchtbares bei passieren wird. Gegnern. Ne? Ja, hallo. Ihr habt mich nicht gesehen, ehrlich? Das wird sicher lustig. Bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht da. Schluss mit lustig! Ja. Also, ich konnte mich nicht entscheiden, was ich machen wollte. Ob ich direkt auf die schießen soll. Aua. Ob ich diesen Löscher anschießen soll, den zum Explodieren bringen soll. Ich wurde von der Situation übermannt. So. Und da ist unser Ziel, okay. Wahrscheinlich so ein kriegsführender Raider oder irgendwie sowas. Keep your finger out, ja. Messinglaterne. So. Wer hast du gedacht, so Messinggranate? Würde denn sowas funktionieren? So. Ich bin oben. Ich nehme an, das ist ein Vorteil. Nein. Ich habe nichts gesehen. Das sind nicht die Druiden, die er sucht. Oh, der hat einen Namen. Kati oder so, ne? Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht. Ah, der klingt, als hätte er eine Power Armor an. Wenn er eine Raider Armor an hat, ne, dann scheiß drauf. Hey! Oh, du hast sowas von. Ja, toll, wie soll ich denn das machen? Das wird nicht klappen. Ne. Wir können es auch mal versuchen. Ne. Ne. Nicht. Hier ist überall was. Da habe ich gar nichts getroffen, ne? Hier, Frustrat. Ja, ich habe aufgelevelt. Ja. Ich habe schon wieder eine Bombe voll verschwendet. Lass mal halt über. Ja, mach nicht so. Hi, wo kommst du denn her? Nein! Ah! Sack! Das ist eine Raider-Rüstung, die brauche ich nicht. Was, wenn ich euch hier treffe? Verdammt, ich kann die so nicht treffen. Ja, du hast jetzt bitte auch Molotow-Cocktails auf mich zu werfen. Was auch wenn das geht, das Spam. Ja, gut. Ja, komm her. Deine Rüstung hier weg. Hi. Alter, lass mal weggehen. Oh, wie ich alles bei ihm kaputt mache. Der Raider-Anfall ist wahrscheinlich stärker als der, ne? Ich krieg die Erfahrungspunkte nicht, ehrlich. What? Schon wieder so viel Schaden bekommen auf einmal. Stell dir mal vor, ich hätte diesen Skill nicht, ne? Dann würde ich ja noch eher kaputt gehen. Ich habe schon so defensivere Sachen als Skills. Muss man denken, ne?
So, mach mal gleich wie vorhin. Okay. So, hier kommt einer. Willst du mich verarschen? Was ist passiert? Viel halte ich nicht mehr aus. Wer ist denn? Oh, du hast echt nicht als Anfänger geschafft, kann das sein? So. Ich glaube, Level Up würde ich direkt machen. Ich genau weiß, was ich mir nehme. Und zwar leveln wir auf und holen uns hier Härte, die letzte Stufe. Du hältst plus 50 Schadenresistenz. So 10. Jetzt kriege ich maximal 50. Jetzt habe ich eine Verteidigung von 220. Oder habe ich echt 50 jetzt bekommen? Nee. Was? Als ob wir aber noch gut schießen. Oh nee. Was geht ab? Ach Mann. Die sind überall. Ich habe danach gespeichert, ehrlich. Ah, nein. Ich hätte noch vergleichen können, ob ich mehr Abwehr oder so komme mit der Heilung. Was mit einer blöden Granaten, ne? Ja, komm her. Oh, der will's echt wissen, ja. Da merkt er nicht, dass ihn seine Rüstung nichts bringt. Nein. Alter. Alter. So, komm her, großer Rüstungstyp, ich krieg doch bestimmt platt. Boah, jetzt macht er wieder ab, ehrlich. Ganzer verfolgt er mich, aber jetzt will ich's wissen und dann haut er ab. Wart. Ich hab da nur Granatensymbole jetzt auf einmal gesehen. Ah, mein Arm. Den brauche ich doch noch. Okay. Er fängt an, mir auf Nerven zu gehen. Ja, blöden Granaten. Was? Wie die Rüstung so schnell zersplittert, ne? Ah! Oh mein Gott, nicht schon wieder Falken. Ah. Ah. Das gibt's doch nicht. Ei, ei, ei. Gut. Weiß nicht, wie auf wen ich mich als erstes konzentrieren soll. Gehen wir alle auf die Nerven. Oh hier, ich hau Granaten, hört auf damit, verdammt. Wer ist das? Was? Hey, Waffe verloren. Mal schauen. Buff. 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 Bist du schon mutiert? Oh ne, das war nicht gut.
Hi, was geht? Was? Nein. Was hast du denn für eine Waffe? Oh. Ist hier leider nicht die Wache. Wie? Oh. Bingo. Oh. Oh, das ist nicht schlecht. Da. Oh mein Gott. Natürlich bist du jetzt wieder hier, ne? Von der dicken Wache. Na, warte, komm her. Bekommen wir wieder Schaden durchs Sprinten. Was willst du? Zwei, ne? Der zweite. Was? Ausdauerwackelpuppe. Ausdauer, man macht das nochmal. Ich bin der Gesundheit zu stark spinnen. Aquaboy. Ja, guck mal. HP habe ich jetzt gerade 361 maximal. Ja. Ja. Wow. Ja, ganz schön viel erhöht. Hey, ich habe halt alle Status-Wackelpuppen, habe ich das Gefühl. Was ein dein Verbündeter, ja. Kannibale, ja. Solarenergie, das ist eine gute Fähigkeit. Ich habe im V3 gehabt. Und dann habe ich noch was hier gesehen. Tesla-Forschung, Energiewaffen verursachen dauerhaft 5% mehr kritischen Schaden, ja, mach mal nicht. Meine Energiewaffen noch stärker, geil. Jetzt fehlen mir nur 6 Wackelpuppen. Glory. Okay. Glory, Glory, Glory. Glory, Glory, Glory. Wakalaka, stay to be forever. Ja, wo ist das Viech noch? Hey, gleich. Ich hatte nie die Gelegenheit, mich richtig für deine Hilfe gegen Winlock und Barnes zu bedanken. Ah, okay. Wir sind Freunde. Du musst dich nicht bedanken. Gut, ich wollte es trotzdem sagen. Du hast deinen Hals für mich hingehalten und so ein Scheiß. Ich meine, so etwas vergesse ich nicht. Hm. Wuchen, was? Ab und zu solltest du mal fluchen. Ist gut für die Seele. Oh, das weiß ich. Glaub mir, es geht nicht um dich. Es geht um ein Versprechen. Als ich das Ödland der Hauptstadt verließ, blieb nicht nur Little Lamplight zurück, sondern auch meine Familie. Hatte eine wunderschöne Frau namens Lucy und einen Sohn namens Duncan. Ihm habe ich auch das Versprechen. Little Lamplight, ich glaube ja. Ich wollte für ihn ein besserer Mensch werden. Hört sich wohl echt dämlich an von einem Kerl, der beruflich Leute umlegt. Na, ich mache auch nichts anderes, also. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Natürlich. Du willst mir sagen, wie grausam es war, sie zurückzulassen. Mein Sohn, er ist krank. Ich weiß nicht, was mit ihm nicht stimmt. Eines Tages spielte er in den Feldern hinter unserem Hof. Und am nächsten Tag hatte er Fieber und blaue Pusteln am ganzen Körper. Als ich ihn das letzte Mal sah, war er zu schwach zum Gehen. Ich wollte ihn nicht mitnehmen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie lange er noch durchhält. Es muss doch etwas geben, das wir tun können. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ein paar Monate, bevor wir uns trafen, der Kopf da im Hintergrund, ne? Ich an gewissen Sinclair, dessen Kumpel sich angeblich irgendeine Krankheit eingefangen hatte. Ich dachte, dass er nur meine Zeit vergeudet, bis er sagte, sein Partner hätte blaue Pusteln. Sie hatten sich Informationen über ein Heilmittel an einem Ort namens MedTech Research beschafft. War das schon mal? Sogar die Sicherheitscodes des Gebäudes. Leider ist Sinclairs Kumpel gestorben, bevor sie dort einbrechen konnten.
Ich meine, das kann doch kein Zufall sein, oder? MedTech ist garantiert der richtige Ort. Das hoffe ich. Ich auch. Für Duncan. Ich markiere MedTech Research auf deiner Karte. Begib dich einfach dorthin, wenn du bereit bist. Ich habe alles, was zu tun. Sicherheitsanlagen brauchen. Was du da tust. Noch nie hat jemand so viel für mich getan. Auch wenn es den Rest meines Lebens dauert. Awesome. Ich werde meine Schuld begleichen. Das schwöre ich. Ja, ich bin so der Jesus des Ödlands. Ja, verbeugt euch von mir. Glory. Das wäre ein guter Thumbnail gewesen. Leider habe ich schon einen neuen. Ja, egal. Ja, ne, das fehlt mir noch in meiner Basis, so ein Thron. Muss ich mir merken. So ein Thron, so eine Spitze von der Basis. Das wäre doch geil. Ernsthaft, daran muss ich denken. Das muss unbedingt eingeführt werden. Ich kann leider nichts mehr bauen in meiner Basis. Da muss ich ein paar Sachen abreißen, verdammt. Aber die Idee gefällt mir. Ja, Patron ist das für Dingens. Ich glaube, ja. Ja. Eine persönliche Quest hier freigeschaltet. Wir haben eine Wackelpuppe und eine Zeitschrift bekommen. Das Leben kann nicht schöner sein. Na, alles läuft irgendwie in letzter Zeit richtig gut. Da irgendwann muss man ja, weil nicht alle Sachen hier finden. Ja, man hat man ja alles erkundet. Man hat mir nur noch 6 Wackelpuppen fehlen. Das ist echt geil. Hm. Ah, keine 7 Jahre Pech. Sofort mehr. Okay. Wo ist er geschützt? Hat er McCree fertig gemacht? Er war noch am Leben. Also geschützt, ja. Und mit Sicherheit noch am Leben. Weil es ja voll lebt. Ja gut, da haben wir wenigstens wieder was Anständiges zu tun. Wir können jetzt mehr aushalten, wir haben mehr HP bekommen. So, alles läuft gerade wunderbärchen. Boah, das Fuß. Den kann man nicht so biegen, das glaube ich nicht. Ja, wo ist der Dingens hier? Der Power Armor. Wo ist der umgefallen? Ich. Hier? Nee. Voll durcheinander mit dem Layout, wobei schon, ich habe da irgendwas Rotes gesehen, glaube ich. Also ist das noch hier, ja. Was ist denn mit der Rüstung? Der ist irgendwo da oben gewesen, oder? Da ist das MG. Ah, warte. Also das Ding ruhig mal kaputt schießen, ne? Ich halte dich nicht auf, McCree. Au. Wow. Ja. Oh, da war eine Mine, die habe ich im letzten Moment noch gesehen. Da ist ein Stolpernat. Oh Gott. Oh Gott, echt? Echt? Nein, nein, nein. Oh. Alter, warum macht mir das Ding denn so Schaden? Oh, ey. Gibt's doch nicht. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Hey. Und? Nimm das hier. Du wirst es brauchen. Schon mit der, okay. Ich nehme ja nicht, ich habe mit dir schon geredet. Wackelpuppe und Dings ist auch weg. Boah. Warum hat mir denn so viel Schaden gemacht? Hier nochmal alles durchsuchen. Wo ist das Ding? Ich glaube von hier. Das ist ja mit der Power Armor. Hier ist das Ding, leck mich.
Kannst bestimmt nicht hier nach oben schießen, oder? Kannst echt bis hier oben hinschießen. Oha. War schon wieder unnötig, dieser Tod. Lag aber auch nur wegen den Minen. Zurückgehen konnte ich nicht mehr. Vorwärts gehen konnte ich auch nicht. Musste mich eigentlich hier töten lassen. So, gehen wir jetzt einfach da runter. Diesmal passen wir auf die verkackten Minen auf. Ja, war ja doch, ne? Gott, immer auf die verdammten Minen aufpassen. Hey, Copyright macht aus. So. Und es ist wieder der Fehler, okay. Wenn man in eine Mine reintritt und dann wieder lädt, dann wird die Mine beim nächsten Ladevorgang entfernt. So. Vor allem, ich finde hier manchmal Fallen, ne? Die sie nicht aktivieren sollen. Hallo? Muss irgendwie eine Granate oder irgendwie sowas sein? Aktiviert wurde dadurch? Oh ne, ich finde da irgendwie nie was. Mein Gott, ey, wie die sich ja zudröhnen. Nur Jets hier rumliegen. Da liegt doch was, oder? Nee. Und warte mal, das geht nicht nach draußen. Ah. Ups. Ja. Haha. Geschafft. Ah. Und der ist ein Roboter. Geil. Den kann ich jetzt voll gebrauchen. Sagen, wie ich das Ding aktivieren kann. Nö. Hat irgendwie keinen Sinn. Weil. Ich kann echt eine Zigarette vertragen. Warum sollten die Raider hier nicht einen Roboter aktivieren? Mir halt zur Verfügung haben, meine ich. So. Ah, Strahlung. Irgendwo ein Funktionskern oder so. Ich habe so das Gefühl, wenn ich solche Geräte hier sehe. Ah, hergeben. Ja, den brauche ich nicht mehr. Ja, dich lassen wir mal. Also die sind. Die wiegen nix. Ja, wiegt nix. Kaputt, kaputt. Kaputt. Wow, habe ich sauber. Hab ich echt saubere Arbeit geleistet. Weil wenn die verkauft sind, haben die noch den gleichen Wert. Als wenn die repariert werden. Irgendwie gut, genau wie die Fusionskerne. Egal wie voll die sind, ich kriege immer genau gleich. Also Kronkorken. Ich ehrlich gesagt, gut, dann könnte ich irgendwie jeden Fusionskern so auf 1 zurückbringen. Den schön gebrauchen. Und dann... Oh, Mr. Handy-Modell, geil, habe ich noch nicht. Ich habe Mr. Gatzi-Modell. Bei mir irgendwo auf dem Regal. Geil, ich wollte schon sagen, man kriegt mal endlich eine andere Figur. Kann nicht nur normal nur Mr. Gatzi oder so geben. Ja, wo stand hier der da? Los, ist ein Stuhl gesehen. Ein Stuhl. Ich glaube, wir haben aber hier alles. Ach, das hat das aktiviert. Boah. Oh, blind. Ich such da drin nach vor die Waffe, dann war die ganze Zeit da draußen.
So, ich habe ja mir alles. Ja, jeden Stein umgedreht und so, glaube ich. Außer da vielleicht. Ich glaube, da war ich auch. Ich habe eine Wackelpuppe und eine Zeitschrift gefunden. Was besser kann ich sowieso nicht mehr finden. Glaube ich nicht. Da ist noch so ein Roboter. Kann ich nicht hier drauf drücken oder so? Oh, das ist sowieso jetzt gleich wieder Feuerabend. Wie es düftet. Das heißt, wir können den Part beenden. Sieht's aus, ne? Und machen wir, gehen wir, glaube ich, die Mission erstmal wieder ab, hier, um Erfahrungspunkte einzukassieren und so, ja. Und dann machen wir die Mission für MacReady. Auch hier haben wir noch was ganz Schönes. Raised. Irgendwo mit Idee am Ende. Nein. Ah, komm schon. Nein. Halt. Hier. Bin durch. Meine Güte. Lies mich, okay. Nicht anfassen. Benutze den Zugang zum Dach. Wir wollen nicht, dass dieser Stock auch aufwacht. Okay. Okay. So, jetzt bin ich neugierig. Mach das Ding auf. Da kann Schlimmes da drin sein. Oh. Finde den Feind da drüben! Gerade fing es an, Spaß zu machen. Was haben wir denn hier? Ehrlich. Dann müssen wir wohl in der nächsten Folge ja weitermachen mit dem Ort hier. Wie es ausschaut. Weil wir noch ein bisschen was zu tun haben. Wie es ausschaut. Protektron, was? Nein. Cool. VTS. Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Also die ganze Protektron sie auch gebracht, ne? Ach komm schon. Lass es einfach sein. Ja, dann würde ich sagen, wir tun ja in dieser Action den Part beenden und sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerherzlichst fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.